stellen Sie sich bitte da. Ja? Stellen Sie sich da hin. Ja. Ja? Sehr gerne. Ich glaube, das ist ganz schön geworden. Ich habe eine kleine Rede bitte, vorbereitet und will das Buffet eröffnen. Ja. Ich glaube, das wird ganz schön. Nee. Dann muss ich noch mal bei. Das stimmt was nicht. So wird ein Pult raus. Ja. Wollen Sie zuhören? Oh, nein, danke. Ich habe noch einige Braten im Rohr. Ich bin dann kurz weg. Das ist noch ein Entwurf, aber ich glaube, es ist sehr schön geworden. Ich möchte das Buffet eröffnen mit einer kleinen Ansprache, um den feierlichen Rahmen zu betonen. Liebe Wohltäterinnen und Wohltäter, wenn wir uns das Buffet schmecken lassen, möchte ich Sie bitten, zunächst für einen Augenblick innezuhalten und uns die Frage zu stellen, wem verdanken wir das kulturelle Kleinod dieses Abends, für den wir uns alle festlich gekleidet und geschmückt haben. Auf den ersten Blick ist es ja ein gesellschaftlicher Missstand, ein scheinbarer, der diesen glanzvollen Abend hervorbringt, denn es fehlt Geld in einer sozialen Einrichtung. Nun gab es ja zu allen Zeiten einen kleinen Obolus für die Armen bei den großen Bällen der Logen und Burschenschaften, der Rotarier und der Lions Clubs. Unvergessen war ja auch immer die Hilfe im Kleinen, die unzähligen Feste und Basare der rührigen Bürgersfrauen, die sich früher die Finger wund strickten für die wärmende Winterkleidung der einfachen Soldaten, die zum Wohle des aufsteigenden Bürgertums ins Feld zogen. Natürlich brauchen wir heute keine Pulswärmer mehr für die Infanterie zu stricken und eine Gala für einen mit, wie unsere, da könnten wir doch nicht mal einen Scheibenwischer für einen Eurofighter davon bezahlen. Nicht? Also in diesem Bereich ist aus gutem Grund die Gemeinschaft aller Steuerzahler notwendig. Aber wenn man oben den wehrhaften Arm des Volkskörpers mit der Decke wärmt, dann werden unten die Füße kalt. Nicht? Die Decke fehlt an der Basis des Gemeinwesens. Aber auch da gelten die Grenzen des guten Geschmacks. Stellen Sie sich mal vor, es fehlt im Nachbaretat. Der Landrat hat kein Geld, kann sich die S-Klasse nicht leisten und ist gezwungen, einen Opel fahren zu lassen. Nicht? Wenn Sie da eine Gala machen mit einer Tanzeinlage der Schreibkräfte, da kommt ja nichts zusammen. Nicht? Also der adäquate Platz von Wohltätigkeitsveranstaltungen ist deshalb ohne Zweifel der soziale Bereich. Nur hier ist eine finanzielle Lücke sinnvoll und trifft auch auf das schlummernde Bedürfnis potenzieller Spender. Wir dürfen nämlich nicht nur einseitig den Nutzen der Spende für den Beschenkten sehen. Nein, wir müssen auch den Output für den Spender betrachten. Wie groß dieser Nutzen sein kann, wird deutlich durch eine Äußerung eines berühmten New Yorker Psychoanalytikers, die ich zitieren möchte. Viele Manager und beruflich Selbstständige können ohne ihr soziales und finanzielles Engagement in Wohltätigkeitsorganisationen die Kälte ihres Berufslebens nicht mehr ertragen. Das soziale Elend ist geradezu notwendig, um dort durch Wohltätigkeit Schuldgefühle abzubauen und der Freizeitdepression und Drogen- und Therapieabhängigkeit Besserverdienender vorzubeugen. Zitat Ende. Ich finde es eine eindrucksvolle Symbiose. In unserem Land, in Deutschland, ist es in der Wiederaufbauphase nach dem Krieg zur Errichtung eines so umfassenden öffentlichen Sozialnetzes gekommen, dass ein Verfall des Wohltätigkeitsstrebens in bürgerlichen Kreisen die Folge war. Und der kleine Mann auf der Straße gewöhnte sich daran, soziale Leistungen als ein forderbares Bürgerrecht anzusehen. Erst jetzt dringt wieder ins Bewusstsein aller und unser Abend leistet hier in diesem Sinne einen wichtigen Dienst, dass bestimmte soziale Leistungen ja eine Gabe sind, die erst dann gewährt werden kann, wenn bestimmte Spielregeln wie die steuerliche Entlastung Besserverdienender und Verzicht auf ihre Diffamierung auch eingehalten werden. Dieses neue gesellschaftliche Verständnis wird uns Spendende aus der Anonymität namenloser Steuerzahler herausführen und macht uns in der einschlägigen Presse zu gefeierten Wohltätern unserer Gesellschaft. Und wir können dadurch nicht nur unsere gesellschaftliche und politische Position festigen, sondern steigern auch unser persönliches Selbstwertgefühl. Zusammengefasst sollten wir in einem solchen Abend eine Gelegenheit sehen, den Wirkmechanismus eines modernen Staates zu demonstrieren, das Nehmen und Geben der bürgerlichen Führungsschichten. Oder, wie uns der von uns verehrte Kurt Tucholsky mal gesagt hat, wir nehmen die Mark, aber wir geben den Pfennig. So löst sich der scheinbare Widerspruch dieses Abends, liebe Festgäste. Und wenn sich Ihnen nun das Buffet eröffnet, dann denken Sie bitte daran. Mousse au Chocolat, das ist etwas Feines. Aber was Sie heute Abend erhalten, das ist mehr. Das ist Humanismus au Chocolat, Wohltat mit Geschmack.
guten Appetit. Bitte sehr. Ja, was sagen Sie? Ja, mir leid. Ja, das war jetzt. Ja, das. Das war jetzt einmal ein bisschen was Nachdenkliches von unserem Patientensprecher gewesen. Das braucht's auch mal. Ich habe Ihnen gesagt, übertreiben Sie es nicht, sonst wird es nie was mit den Spenden. Aber wo so viel Not ist und so viel Elend, da braucht's halt ein bisschen was fürs Herz. Aber das geht auch mit ein bisschen Stimmung, mit ein bisschen Musi, wo man ein bisschen mit rumgeht. Da braucht man ein bisschen ein wenig, ein Hallotri, ein Hoppidoppi. Und dann machen wir das so. Und jetzt kommen wir aber bitte zur Sache. Welche Spendenhotline sollen wir denn für die schwindsüchtige bürgerliche Mehrheit freischalten? Och, haben Sie denn meinem Vortrag gar nicht zugehört? Dann müssten Sie doch diese filigrane, ironische Brechung in meiner Rede besser empfunden haben. Das stellen Sie doch so eine Frage nicht. Bitte, wir müssen uns doch langsam mal um die kümmern, die es wirklich nötig haben. Schwarz-Gelb. Ist das jetzt Ihr Ernst oder haben Sie jetzt auch eine ironische Brechung versucht? Nein, wieso? Sagen Sie, ich mache mir Sorgen, was ist los mit Ihnen? Das hört mir schon auf seit einiger Zeit, nicht, dass Sie ja geradezu samtpfötig um Ihr Lieblingsfeindbild herumschnurren, ohne es überhaupt noch mit dem Namen zu benennen. Ach, Sie meinen unsere Frau Dr. Merkel? Ja, natürlich. Wen soll ich denn sonst meinen? Vor ein paar Monaten, da konnte man noch nicht mal den Anfangsbuchstaben M benutzen, ohne dass Sie übergangslos Schaum vor den Mund hatten. Und jetzt? Was ist jetzt? Tempi passati. Wie Tempi passati? Ist doch gar nicht tot. Und für Altersmilde sind Sie viel zu jung. Ich habe mich mit ihr arrangiert. Was? Seit ich sehe, wie sie unter ihrer Traumhochzeit leidet, wünsche ich ihr, dass die Flitterwochen mit ihrem liberal-hybriden Avatar noch ewig dauern mögen. Eine gerechtere Strafe als das, was sie hat, mit dem, was ist, hätte ich mir doch nie ausdenken können. Ja, und das Land? Was wird aus dem Land? Es ist mir genauso egal wie ihr. Ich muss auch mal an meine Gesundheit denken. Ja, und ich? Was wird dann aus mir? Sie können sich doch nicht einfach mit der Kanzlerin arrangieren. Natürlich kann ich das. Solange sie Leute wie Seehofer oder Westerwelle an der Backe hat, wäre Pest an den Halswünschen ja ein kosmetisches Wellnessangebot. Ich weiß schon. Na? Was ist das denn jetzt? Das haben wir abgesprochen. Das ist der Fastenprediger. Es ist doch heute, wenn heute viel Prominenz im Publikum ist, dann braucht's einen Skandal. Und den erzeugt man heute am besten mit dem Mönch. Sagen Sie mal, trägt der Sack so auf oder haben Sie so zugelegt? Hören Sie mal, wenn Sie sich über eine Diskussion mit mir einlassen wollen, über meine körperliche Struktur, da ziehen Sie aber am Kürzeren, damit das mal klar ist. Machen Sie in aller Ruhe Ihren Vortrag. Wir müssen doch noch die Tombola vorbereiten. Was ist denn da? Was ich auch mache. Erst unlängst wurde ich von einem dieser zart gebräunten, weißzahnigen, komplex frisierten, mental alerten, teuer aber geschmacksfrei gekleideten, vollkommen talentfreien und darum überhaupt nicht bestürzten Journalistendarstellern gefragt. Und wie fühlen Sie sich jetzt, wo Sie dick wären? Da habe ich gesagt, pass mal auf, du Sackmilbe. Wenn Gutes mehr wird, kann ich daran nichts Schlechtes finden. Eine Unverschämtheit ist das. Natürlich weiß ich, dass ich stattlicher geworden bin. Undurchsichtiger. Ja, in dem Moment, als ich das Rauchen dran gab. Also wirklich in dem Moment, als ich das Rauchen dran gab. Eigentlich, als ich die letzte Kippe ausdrückte. Wupp, hat's gemacht. Und dann, was willst du da machen? Ja, nun. Als ich hier eingeliefert wurde, das ist ja gar nicht so lange her, da war die ganze Korrespondenz, die mich betraf, in der Schriftgröße 10 Punkt ausgedruckt. 10 Punkt. Wenn mir heute einen Bogen Papier mit 10 Punkt großer Schrift drauf zeigt, dann ist der Bogen für mich grau. Das hier ist jetzt 14 Punkt, aber nur, damit ich es gerade noch halten kann. Bequem für mich wäre, wenn hier vorne Männer mit Buchstabentafeln säßen, die sich immer zum Satz von mir, da kann sich so ein Briefwechsel ganz schön ziehen. Nein, die Quintessenz ist von allem, dass ich offenbar seit Januar diesen Jahres älter werde? Ja, was denn? Vorher bin ich nur besser geworden, also reifer, definierter. Jetzt kommt auch noch Sichtum dazu. Sogar Frauen beginnen sich in meiner Gegenwart wieder sicher zu fühlen. Das kann's doch wohl nicht sein! Aber komm, das Schlimme am Älterwerden ist überhaupt nicht das Älterwerden. Das wirklich Schlimme am Älterwerden ist, dass man offenbar gezwungen wird, Bisch zu sein. Bisch! Bisch! Der Friedhof der Farbe! Erbrochenes und Scheiße sehen so aus! Wer zwingt ältere Menschen auszusehen wie Erbrochenes und Scheiße?
Reicht es denn nicht, dickfaltig, undicht und dement zu werden? Muss man dabei zu allem Überfluss auch noch beknackt aussehen? Ich sage, ich frage Sie jetzt zu dir, warum müssen Senioren so aussehen, wie Senioren immer aussehen? Nämlich Bisch! Bisch, 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 Bisch! Die samtfarbene Oma, wie der matschfarbene Opa. Ist ja aus den Straßenbildern unserer Großstädte überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und es werden ja immer mehr, also Omas und Opas jetzt, nicht Großstädte. Was im Luftbild den Eindruck vermittelt, der Kölner Dom sei von einer Wanderdüne umspült, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Gruppe dormagender Senioren, die hellbeige bejagt, Mephisto beschult, Popelin gewandet und Rollator gestützt, mit grauem Kopfpudel unter durchsichtiger Frischhaltefolie, der eigene Zukunft durch einen Besuch im Hause des Herrn das Ungewisse zu nehmen hoffen. So sieht's doch aus. Was ist denn los?